Das hier ist ja quasi so eine Art Wasserküstenlandschaft. Und da habe ich mir gedacht, da passt eigentlich eine Hochbahn ganz gut, weil wenn die Gleise so unten so durchs Wasser durchgehen, ist das irgendwie ein bisschen unlogisch, wenn. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory im sagenhaften Ab. Date 6. Meine lieben Freunde, ihr seht, was ihr seht, denn ich zeige euch, was ich euch zeige. Ein neuer Bahnhof ist entstanden in der Spire Coast. Und zwar ein Hochbahnbahnhof. Ich habe mir mal gedacht, ich baue mal ein bisschen was, ja, bisschen was, eine Mischung aus modernem Design und ein bisschen einem klassischeren Design. Und zwar ein Bahnhof mit einem, ja, könnte man sagen, so einen runden, bisschen so gewölbten Dach halt, ne? So ein bisschen so ein Kuppeldach. Wie sagt man da Kuppeldach? Ein gewölbtes Dach, so ein klassisches Bahnhofsdach. Und ja, so ein bisschen versucht mit modernen Strukturen so ein bisschen zu kombinieren. Sieht auf jeden Fall ein bisschen wild aus. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ich muss noch ein bisschen was erklären dazu. Da muss ich vor Freude schon aufstoßen, weil das so toll ist, ja. Unglaublich. Es hat ein Update gegeben im Experimental. Meine lieben Freunde, es gibt jetzt wieder die lustig launigen Gegnats. Sie sind wieder da. Sie sind wieder am Start. Und zwar, wenn ich hier mal aus dem unfertigen Ende des Bahnhofs rausgehe. Das hier musste ich übrigens noch mit einer etwas engeren Wendeschleife nochmal Neubau, das heißt provisorisch bauen, weil ich will eigentlich, dass die Schiene einmal um diese Insel rumgeht, aber das hätte zu lange gedauert. Und damit der Zug schon mal rumfahren kann und schon mal Öl liefern kann, habe ich mir gesagt, das machen wir erstmal später noch und ich mache es erstmal provisorisch. Ihr hört es schon, ne? Ihr hört es schon unter mir. Seht ihr ihn da unten? Seht ihr ihn? Er sieht aus wie ein Stein, der sich bewegt. Das, meine lieben Freunde, sind Gegner. Sie sind wieder da. Es gab ein Update, das die Gegner gefixt hat. Das ist das, was wir auf der Haben-Seite verbuchen können. Auf der negativen Seite können wir verbuchen, dass die Viecher jetzt überall auch wieder rumlaufen. Also auch in den Fabriken, wo wir sie ursprünglich schon mal gekillt haben. Und zu einem Überfluss ist ein Feature noch reingepatcht worden mit Stromleitungen, sodass du irgendwie, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Wandnupsi setzt, verbindet der sich automatisch mit dem nächsten anderen Nupsi. Oder wenn du jetzt einen Strommast in die existierende Leitung einfügen willst, dann wird der da eingefügt und so. Das Problem ist nur, das führt zu Abstürzen, wenn man Stromleitungen verlegt. Das heißt, wir müssen sehr, sehr aufpassen, wenn wir jetzt Stromleitungen verlegen. Das trifft sich übrigens sehr, sehr gut, dass das jetzt ausgerechnet fehlerhaft ist, denn wir haben tatsächlich ein Stromproblem, man höre und staune, ich habe nicht mehr genug Energie in meiner Energieproduktion. Wenn wir mal hier in den Bahnhof gucken, sehen wir, die graue Linie überschneidet sich mit der gelben Linie und das ist tendenziell immer kein gutes Szenario. Wir schwanken zwischen zu viel Energie und zu wenig Energie hin und her. Zum Glück haben wir die Batterien als Puffer. Und zwar auch sehr viele Batterien. Das ist jetzt hier gerade der Laderhythmus und der ist auch gleich durch. 3 Minuten brauchst du. Jetzt ist es wieder im Verbrauch, jetzt ist es wieder im Aufladen. Also es schwankt. Wir müssen unbedingt mal schauen in das höchste AKW der Welt da hinten. Ja, unser Mega-AKW ganz hinten da. Da müssen wir mal schauen, ob da A, die AKWs noch laufen. Und B, ob wir da vielleicht noch weitere AKWs aktivieren. Weil da sind, glaube ich, noch 2 oder 3, die noch nicht laufen. Und wir müssen die dann halt mal mit dazu nehmen, tatsächlich. Das führt dazu, dass unser Brennstabsverbrauch natürlich wieder etwas ansteiglich war. Das wird also alles sehr, sehr lustig. Ein richtiges, schönes Chaos wird das heute wieder. Ich bin sehr gespannt. Jetzt habe ich außerdem, auch weil ich hier die ganze Zeit gebaut habe und mich auf diesen Bug verlassen habe, dass die Viecher nicht spawnen, habe ich auch noch meine Munition mehr oder weniger gelöscht, auch die Betäubungsmuni. Das heißt, die kann ich jetzt nicht mal direkt testen, weil ich den Platz gebraucht habe im Inventar. Wenn ihr das hier feiert, dass in Suchtis Factory immer wieder alles drunter und drüber geht, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die ist immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, was ihr von diesem ganzen Wahnsinn hier haltet. So. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Wenn wir schon sonst nichts ausprobieren können, können wir wenigstens das ausprobieren. Ich mache da jetzt mal so ein Bumsi-Bumsi dran an denen. So ein Dotzer. Bin ich mal gespannt. Ich zünde die jetzt mal. Hä? Er ist einfach verschwunden.
Haha, ich habe ein Tor in eine andere Dimension geöffnet und habe ihn verschwinden lassen. Nice. Der ist einfach weggeplöpst. Ich meine, das sind offensichtlich Dimensionsbomben. Die öffnen Portale in andere Dimensionen und dann werden sie verschluckt, die Gegner. Wunderbar, perfekt. Nice. Also jetzt zeige ich euch vielleicht nochmal, bevor wir jetzt rumtingeltangeln. Was habe ich denn da jetzt? Huch. Was ist das denn jetzt? Anpassung. Jetzt bin ich hier irgendwie in irgendwas reingeraten. Brich das mal bitte ab. Dankeschön. Ich wollte eigentlich... Moment, ich wollte eigentlich meine Tasse wieder in die Hand nehmen. Gib mir mal hier meine Tasse in die Hand. Ich brauche meine Tasse zur Beruhigung bei diesem ganzen Wahnsinn. Genau, jetzt wollte ich euch noch mal kurz so ein bisschen den Bahnhof erklären. Weil das ist ja jetzt heute das, um was es auch so ein bisschen geht. Also ich habe erstmal mich hier für eine Hochbahn entschieden. Weil ihr seht, die Gleise hier, die sind ja über Stelzen. Weil aus mehreren Gründen. Das hier ist ja quasi so eine Art Wasserküstenlandschaft. Und da habe ich mir gedacht, da passt eigentlich eine Hochbahn ganz gut. Weil wenn die Gleise so unten so durchs Wasser durchgehen, dann ist das irgendwie ein bisschen unlogisch, wenn die Züge durchs Wasser fahren. Habe ich mir gedacht, ist besser, wenn wir die so ein bisschen auf Stelzen bauen. Und dann hat man auch eine ziemlich coole Perspektive, wenn man mit dem Zug durch diese coole Landschaft hier fährt. Und wir haben außerdem auch nicht das Problem, dass uns diese blöden Pilze da immer blockieren. Weil das Ding ist, diese Pilze kann man nicht wegsprengen. Das habe ich ja beim letzten Mal schon festgestellt, letzten Episode. Das hat mich sehr genervt. Und das blockiert ja im Grunde eigentlich jegliches Bauen. Also das blockiert, also es blockiert es nicht, aber du musst halt immer diese Pilze mit einbauen. Wenn du irgendwas baust, Bahnhöfe, Fabriken oder Schienen, und die sind dann, stecken da immer drin, du kriegst sie nicht weg. Und das ist total bescheuert. Und damit wir da, damit das nicht so komisch aussieht, wenn da überall Pilze in unseren Gebäuden, Schienen und hast du nicht gesehen, drin stecken, habe ich mich dafür entschieden, dass wir das alles auf Stelzen bauen hier einfach. Dann umgehen wir einfach das, was unten wächst. Das ist mir dann alles egal. Und es macht außerdem auch mehr Sinn mit diesem ganzen Wasser, was da noch so ist. Genau. Habe ich mir gedacht, dass wir das so machen. Jetzt fliege ich hier einfach mal raus aus dem Bahnhof, damit wir uns den auch mal von außen einfach mal anschauen können. Schauen wir uns den mal von außen an, wie das aussieht. Genau, also ihr seht, das ist ein bisschen ein unkonventionelleres Design, würde ich mal sagen, ja. Ihr seht, das ist so ein bisschen auf Stelzen gebaut auch natürlich. Das ist ja die Idee dahinter gewesen. Und vor allem ist es so ein bisschen mit diesem runden Dach und ein bisschen Verzierungen außen dran und so. Aber auch so, dass es aussieht wie auf so Poller aufgehängt. So. Also als wenn der Bahnhof so ein bisschen von oben aufgehängt ist. So habe ich mir gedacht, soll das aussehen. Und ist halt nicht so dieses übliche Design, so irgendwie Brutalismus, Modern Art oder so, sondern es ist halt mehr so ein bisschen klassisch orientiert an diese klassischen Bahnhofsdesigns. So habe ich gedacht, gehe ich daran. Genau, und der Sinn des Bahnhofs ist ja, wie gesagt, hier die Ölquellen abzuzapfen. Und da habe ich jetzt auch nochmal eine weitere mit angeschlossen, eine 300er Quelle, also eine normale, übertaktet, gibt ja 300. Habe ich hier noch mit angeschlossen und das Ganze funktioniert dann halt so, dass es hier auf diese Ebene hochgehievt wird in ein gesamtes Rohr. Und dann wird das von links und rechts an die Bahnhöfe verteilt, durch den Boden durch sozusagen. Ist halt relativ platzsparend und dann hängen die Rohre auch nicht ständig im Weg. Hier haben wir einen kleinen Wartungsgang. Oben drüber ist die Rückführschiene sozusagen, beziehungsweise die Zufahrtsschiene, aber das werde ich, wie gesagt, alles nochmal mit den Schienen hier, das werde ich nochmal ein bisschen anders machen. Wie gesagt, der Plan ist eigentlich, dass die Schiene, diese Schiene hier, außen rum geht nochmal um den Bahnhof, also quasi so rum. Und dann da sind ja auch schöne Felsbrücken und so, wo man dann die Strecke auch noch langlegen kann, damit das auch so ein bisschen so eine, ja, fast schon so ein bisschen wie so eine Aussichtsstrecke wird. Weil im Endeffekt, dieses Biom sieht ja eigentlich ziemlich cool aus. Und ich würde schon sagen, dass man hier auch so ein bisschen so Bahnstrecken hat, die auch einfach einen Schauwert haben, dass man einfach drauf achtet. Und vielleicht auch die Fabriken, habe ich so ein bisschen überlegt, wenn wir nicht die Pilze beseitigen können vernünftig und so, dass wir vielleicht Fabriken einfach in die Berge, in die Seiten so reinbauen, dass die Fabriken so aussehen, als würden sie in den Felsen an der Seite drinstecken. Also, dass sie quasi sich mit der Natur verschmelzen so ein bisschen. Ist normalerweise nicht das, was ich bei Sardis mache. Normalerweise bei Sardis versuche ich eigentlich die Natur zu vernichten und zu ersetzen durch mechanische Dinge. Aber irgendwie hier bietet sich die Landschaft halt dafür an. Ne? Es gibt mehrere Stellen, wo ist mir aufgefallen, wo sich das anbietet, dass man einfach so eine Fabrikfassade in den Berg baut. Und der Berg aber trotzdem noch da ist als Teil der Struktur. So, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Das ist so ein bisschen die Idee. Ja, und ihr seht, hier so sieht die Fassade aus.
Die Stützen gehen halt so ein bisschen so durch die Seitenteile durch. Warte mal, hier sehe ich noch was. Hier habe ich noch was vergessen. Sehr gut. Wenn man außen noch mal ein bisschen lang fliegt, dann sieht man gleich erstmal auch, was man alles noch vergessen hat. Das müssen wir hier noch mit diesen Streben zubauen. Fehlen hier Fenster? Ich glaube, hier fehlen auch Fenster, oder? Warte mal. Jetzt tun sich hier die Abgründe auf. Jetzt sehe ich hier alles, was ich noch nicht platziert habe. Warum habe ich das nicht platziert? Manchmal bin ich schon ein bisschen über mich selbst erschrocken. Ich muss sagen, ich habe das nachts gebaut. Um jetzt mal hier an der Stelle mal das ein bisschen zu relativieren hier, was ich hier für Quatsch gemacht habe. Das war wieder falsch gerade. Und ich bin auch Brain AFK, das kommt auch noch dazu. Hier will ich auch Scheiben hinmachen und keine Wände hier. Warte mal, da soll doch das hier hin. Mensch. So. Und hier auch noch Scheiben. Ah, da sind schon Scheiben. Da habe ich sie wieder gesetzt, oder? Ja, da habe ich sie gesetzt. Warte, dann fehlt das hier noch. Schunderwöhn, genau. So soll das doch aussehen hier, genau. Wunderbar. So wird ein Schuh draus. Ja, ihr seht's, hinten habe ich mir gesagt, noch offen gelassen, weil hinten bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich dann, ob ich das genauso baue wie vorne vielleicht, kann durchaus sein, oder ob ich hier hinten, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass die Schienen ja einmal um die Insel rumgehen sollen, ob ich das hier vielleicht noch mal ein bisschen abändern werde. Deswegen habe ich das hier erstmal nur mit so einer schnellen Lösung gebaut. Oh, ist der wieder da? Der ist wieder da. Er ist wieder da. Er hat den Weg in diese Dimension gefunden. Ich komme mir ein bisschen vor wie bei Dr. Strange. Jetzt blase ich dich dahin, wo du nicht mehr zurückkommst. Alter, diese Waffe ist so nutzlos eigentlich, wenn die auf Dauerfeuer ist. Du musst so unglaublich nah ran an die Viecher. Ich glaube, ich sollte mir wieder Honing-Rifle-Munition besorgen. Jetzt ist er wieder weggeschnipst wie Superman. Tja, da haben wir ihn beerseitigt. So, wir müssen unbedingt in das große AKW da hinten rein. Dazu müssen wir uns jetzt gleich nochmal ein paar Filter besorgen. Also, wie ihr sagt, was habe ich denn hier schon wieder aktiviert? Ey, die haben wieder irgendwas reingepatcht hier. Wenn ich so Sachen drücke, kriege ich plötzlich Dinge, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass sie da sind. Genau, oder ich drücke gerade Tasten und bin schon wieder bei anderen Spielen so ein bisschen drin. Was soll ich jetzt sagen? Genau, also diese Bahnstation dient vor allem der Öltransports. Und wir haben noch ein anderes Problem, ist mir aufgefallen, nämlich die Streckenführung passt an einigen Stellen hier noch nicht so gut. Ich gehe jetzt mal hier die Strecke ab, dann könnt ihr mal sehen, wie ich das hier gemacht habe. Also ihr seht schon, diese auf Stelzen gebaute Strecke, die führt hier tatsächlich komplett einmal durch die ganze Location hier. Aber da hinten, da habe ich sie dann wieder ein bisschen nach unten gezogen. Da habe ich sie jetzt noch nicht durchgezogen. Der Plan ist aber, dass wir hier wirklich auch so ein bisschen so ein Schienensystem bauen, was wirklich komplett durchgängig ist und komplett auf Stelzen gebaut ist. So, meine lieben Freunde, wir steigen jetzt hier einfach mal in den Zug ein und dann fahren wir mal über die neue Strecke, die ich gebaut habe. Und dann zeige ich euch mal, wie ich mir das so gedacht habe. Also wie gesagt, der Plan ist hier, die Strecke auf Stelzen zu bauen, damit wir hier an dieser Stelle ein bisschen auch so das Ganze in die Landschaft ein bisschen einfügen. Das ist so ein bisschen der Plan hier. Und ihr seht, ich habe das erstmal so gemacht, dass man auch zwei Schienen auf die Stelzen hier nebeneinander platzieren kann. Das ist jetzt erstmal mit den Stelzen, die sind erstmal nur so vorläufig. Vielleicht mache ich da noch ein bisschen ein besseres Design oder vielleicht verbinde ich die auch noch untereinander miteinander mit Beams, muss ich mal gucken, dass es vielleicht noch ein bisschen zusammenhängender aussieht. Das ist vielleicht wirklich wie so eine Art New Yorker Hochbahn vielleicht sogar aussieht. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt habe ich es erstmal so gemacht, dass ich erstmal grundsätzlich die Strecke legen kann. Ja, und das geht jetzt erstmal nur bis hier mit dem zweigleisigen auf Stelzen. Und das ist hier die letzte. Hier geht es dann wieder runter und geht dann hier an der Stelle wieder in die eingleisige Strecke. Und hier haben wir ein Problem tatsächlich. Also mehrere Probleme haben wir hier an der Stelle. Das Problem Nummer 1 an dieser Stelle ist, erstmal natürlich, das Gleis geht in den Felsen rein. Das ist schon mal unsexy. Das müssen wir ändern, definitiv demnächst. Und ja, es geht nicht nur in den Felsen, es geht richtig in den Berg rein. Ja, also wir sind direkt im Felsen, also durch den Felsen direkt durch. Und dann haben wir hier gleich das nächste Problem. Wenn die beiden Züge, einer fährt ja hier noch nach da rechts unten, wenn die sich ungünstig treffen, dann kann es sein, dass sie sich genau an der Weiche da vorne, an dem Stück vorne, blockieren gegenseitig. Dann stehen sie sich gegenüber und kommen nicht weiter. Und das ist natürlich sehr ungünstig, das habe ich jetzt schon mehrfach gehabt.
Ne, weil manchmal, wenn der, gerade wenn der andere Zug von unten kommt, dann passiert das tatsächlich und das ist nicht so toll. Das müssen wir unbedingt beheben an der Stelle. Das ist ganz wichtig, dass wir das beheben. Weil sonst ist ja niemandem geholfen, wenn die sich gegenseitig blockieren, nicht wahr? Genau, hier oben funktioniert es sehr gut, das muss man sagen. Hier oben blockieren sie sich nie gegenseitig. Unten ist es so ein bisschen ein Problem, weil da passiert das nämlich deswegen, weil ich die Ampel oder die Signale durch die Tatsache, dass das Gleis in den Felsen reingeht, kann ich da keine Signale noch zusätzlich platzieren. Und dadurch kann ich das nicht noch besser aufdröseln da an der Stelle. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber ich würde das da an der Stelle grundsätzlich auch gerne nicht nur eingleisig machen, sondern auch zweigleisig tatsächlich. Weil eingleisige Strecken sind generell auch immer ein bisschen schwierig zu managen, wenn da mehrere Züge drauf fahren. Deswegen würde ich sagen, macht man das vielleicht eher auch zweigleisig und dann hat man da keine Probleme. Und dann führen wir auch gleich direkt das Gleis um den Felsen drumherum, würde ich sagen, und nicht durch den Felsen durch. Ja, und dann haben wir jetzt ja auch noch das Stromproblem. Ich fahre jetzt mal kurz mit dem Zug mit, weil es gab noch einen anderen Problempunkt, den ich euch auch noch zeigen wollte. An der Stelle. Also nicht an der Stelle, wo wir gerade waren, sondern an einer anderen Stelle. Tatsächlich bei dem Bahnhof unter der Mega-Raffinerie, da haben wir auch ein Problem, weil da an der Stelle stauen die sich nämlich auch. Da gibt es ja auch eine Weiche, wo sich mehrere Gleise treffen und da gibt es auch manchmal einen Stau. Also mir ist aufgefallen in letzter Zeit, dass die Zugstaus sich häufen. Das scheint auch, ich weiß nicht, ob es mit dem Update zusammenhängt oder nicht, aber vorher war das nicht passiert, definitiv nicht. Wir haben allerdings auch, muss man fairerweise sagen, die Streckenführung hier vorne geändert. Insofern kann das durchaus auch damit zusammenhängen. Das muss nicht unbedingt am Update liegen, es kann auch einfach an den Änderungen liegen, weil jetzt haben wir ja hier vorne eine neue Wendemöglichkeit geschaffen. Der wendet ja jetzt hier zum Beispiel bei der Kohle hier links, bei der Kohlequelle. Und das heißt, ja, die anderen Züge können ja da theoretisch auch genauso wenden wie er hier jetzt. Und das führt, glaube ich, zu Problemen, weil die jetzt alle versuchen, hier zu wenden, anstatt an den Stellen zu wenden, wo sie vorher gewendet haben. Die Wende ist quasi das Problem. Da müssen wir mal schauen. So, jetzt sind ja auch noch die Viecher überall gespawnt. Das kommen wir auch noch dazu. Also alle Viecher, die schon mal tot waren, sind jetzt wieder da. Das heißt, ja, wir haben jetzt Spaß. Wir haben jetzt Viecherspaß. Müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir gleich Kammerjäger spielen wahrscheinlich. Das wird auch gleich wieder lustig jetzt. Okay, jetzt hier an der Weiche ist jetzt erstmal nicht so. Hier war alles voll mit Zügen hier an der Stelle beim letzten Mal, wo ich offscreen hier ein bisschen rumprobiert habe. War alles voll mit Zügen. Da ging nichts mehr vor, nichts mehr zurück. Ich musste die alle entdröseln, damit die alle weiterfahren konnten. Genau, also wir haben ein Stromproblem. Ich muss noch mal kurz erklären, warum wir das Stromproblem eigentlich haben. Wir haben das Stromproblem, weil wir natürlich jetzt erstmal natürlich neue Fabriken gebaut haben, für die ganze Munition zum Beispiel und für dieses Pulver und so. Also wir haben ein bisschen was dazugestellt wieder. Und wir haben alte Fabriken reaktiviert, indem wir den Ölfluss wiederhergestellt haben, indem diese Behälter, die jetzt da entladen werden und hier in den Bahnhof rein entladen werden, die sind dafür verantwortlich, unter anderem mit, dass wir jetzt ein Stromproblem haben, weil jetzt die ganze Raffinerie oben, die oben ist, also noch nicht mal die ganze, aber ein Teil von der Raffinerie, der fängt jetzt wieder an zu laufen. Das, was produziert wird, also das Petrolkoks, geht an die Stahlverarbeitung. Die Stahlverarbeitung ihrerseits treibt dann jetzt auch wieder die Gigafactory mit an, weil das war nämlich das, was die Gigafactory, was der gefehlt hat, um weiterzulaufen, die läuft jetzt also auch wieder an. Und damit haben wir jetzt so eine Kettenreaktion geschaffen, Mann, ist hier viel Gestrüpp. Ich glaube, die Bäume sind auch wieder alle neu gespawnt, kann das sein? Auf jeden Fall haben wir jetzt halt so eine Kaskade geschaffen und das führt jetzt dazu, dass wir einen Mehrverbrauch an Strom haben. Ne, weil prinzipiell, wir haben ja diese blaue Linie. Die blaue Linie in diesem Interface vom Strom zeigt uns ja an, was wir eigentlich bräuchten, wenn wir alle Anlagen 100% auslasten würden. Und ja, die ist ja sehr weit oben bei uns, ja. Und das heißt, wenn wir auch nur einen Teil von den Anlagen, die stillstehen, reaktivieren, bedeutet das, dass unser Stromverbrauch exorbitant steigt. Das heißt, was wir jetzt tun müssen, ist Folgendes. Wir müssen jetzt mal bei der Hängebrücke aussteigen, uns nochmal Filter schnappen und nochmal rüber ins Giga-AKW, also nicht ins Giga-AKW, ins höchste AKW der Welt, nochmal rüber tingeltangeln und da uns mal anschauen, ob diese AKWs überhaupt laufen. Das ist Frage Nummer 1. Weil ich glaube, irgendwer meinte auch, dass da die Uranquelle wieder verschwunden ist. Aber da müssen wir mal gucken, ob das wirklich so ist. Und ja, wenn die nicht mehr laufen, müssen wir sie wieder irgendwie aktivieren, indem wir sie mit Brennstäben versorgen. Sollten sie noch laufen, dann reichen sie nicht aus von der Menge her. Und dann müssen wir neue da noch anschließen. Da sind ja noch 2 oder 3, die noch nicht laufen.
Und die müssen wir dann mit anschließen und aktivieren. Also, ja, wir müssen mehr Strom produzieren. Ganz dringend. Jetzt ist schon wieder ein neuer Hotfix raus. Ich starte jetzt nicht nochmal neu. Der Hotfix ist bestimmt nur für die Stromleitungen. Ich starte jetzt nicht nochmal neu. Ich hatte gerade, für alle, die das jetzt auf YouTube sehen, sieht das so total locker flockig aus, wie ich jetzt hier Zug fahre. Ich kann euch sagen, bei mir ist gerade das Netzwerk, ja, explodiert quasi. Mein Router hat irgendwie das Netzwerk gekillt und sich dann irgendwie vom Internet verabschiedet. Da musste ich jetzt den Router neu starten und mein Netzwerk wieder aufsäubern hier. Das hat alles gerade ewig gedauert und jetzt läuft's wieder und jetzt starte ich garantiert nicht schon Hotfix neu. Das mache ich jetzt nicht. Ist ja mir schon abgestürzt auch vorhin, das Spiel. Ich habe heute schon bestimmt 3-4 Mal Satis gestartet, ey, und das Spiel stand geladen. Oh, ich habe einen Spielbar, Gott sei Dank. Ja, ich wollte gerade sagen, habe ich überhaupt was an? Habe ich überhaupt ein Fluggerät an? Ich muss mich nochmal schnell ausrüsten, denn wir brauchen nochmal Filter. Ich hoffe, jetzt sind hier noch Filter am Start. Die Filterproduktion für meine hier Schutzanzugfilter, die ist nämlich nicht mehr am Laufen gewesen. Die müssen wir eigentlich mal wieder reaktivieren. Es sind noch ein paar auf Lager, Gott sei Dank. Denn ich hatte nämlich nur noch 30. Dann nehmen wir uns gleich mal zwei Stecks hier und gehen dann gleich mal weiter. Aber manchmal gibt es solche Tage. Dann stürzt der Satis ab. Dann stürzt das Internet ab. Dann stürzt noch der Bitcoin ab. Der ist auch abgestürzt. Also auch geil. Gott sei Dank bin ich da nicht drin. Aber der ist auch abgestürzt tatsächlich. Es stürzt alles ab, ey. Alles stürzt ab. Das muss dieser Great Reset sein. Ich hab heute auch ein Great Reset gemacht. Ich habe einfach meinen Router neu resettet. Ist gar nicht so schlimm. Kann ich empfehlen, den Great Reset. Passt schon. Temperatur ist auch abgestürzt. Stimmt, es ist voll kalt geworden tatsächlich. Es ist voll kalt geworden. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, weil dann wird es beim Rendern nicht mehr so warm tatsächlich. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, meine lieben Freunde, was hier noch läuft und was hier nicht läuft. Wow, was für eine... Das ist auch ein lustiger Bug, ey. Sämtliche Assets, die ich normalerweise irgendwie in der Hand oder an meinem Körper habe, schweben in der Röhre einfach neben mir. Weil es da wahrscheinlich einfach noch keine Animation dafür gibt, dass die mit am Körper dran sind. Das ist auch so lustig. So, jetzt müssten wir eigentlich da sein. Genau, jetzt sind wir da. Jetzt müssen wir mal die AKWs hier abchecken. Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, welche wir hier eigentlich angeschlossen haben. Hier, jetzt ist hier müsste eigentlich... Okay, wenn das schon so leer ist hier, dann ah, nicht schlimm ist. Coinstrom, Treibstoff einfüllen. Ich glaube, wir haben das Problem gefunden. Da, guck mal, hier sind Brennstäbe. Warte mal, da muss ich mal gucken. Hier, das müsste eigentlich auch an sein noch. Das hat, hä? Keine Verbindung und kein Wasser? Okay, seltsam. Warum habe ich denn hier Brennstäbe drauf, aber kein Kühlwasser? Und bei dem anderen habe ich Brennstäbe und Kühlwasser, aber anscheinend kommt da nichts an. Was habe ich denn hier wieder gemacht für Späße, ey? Aber immerhin, zwei sind schon mal angeschlossen. Mehr oder weniger angeschlossen. Eher weniger als mehr. Keine Verbindung, okay. Wie mein Router hat mir das auch angezeigt. Keine Verbindung, sehr gut. Windows ist auch lustig gewesen. Das Problem konnte nicht identifiziert werden. Lösung, Netzwerk zurücksetzen. Und Windows neu starten war die Lösung. Windows ist echt witzig drauf, muss man wirklich mal sagen. Microsoft hat echt Humor. Das Problem konnte nicht identifiziert werden. Die Lösung, Netzwerk zurücksetzen. Einfach mal, machen Sie einfach mal was. Probieren Sie mal. Wird schon irgendwie gut gehen. Okay, die hier unten sind offensichtlich alle noch nicht angeschlossen. Guck mal. Da geht also noch was, meine lieben Freunde. Wir sind hier noch nicht fertig mit dem Latein am Ende. Mann, es stehen auch voll viele Reaktoren, die noch nicht angeschlossen sind. Okay, das ist aber alles sehr gut. Schau mal deine alten Videos. Ja, das Problem ist, ich habe keine Zeit mehr, meine alten Videos anzugucken. Aber die Erinnerung kommt ja so nach und nach wieder, wenn man es dann mal gerafft hat. Was war hier unten eigentlich? Muss mich mal kurz erinnern. Ah, guck mal, Brennstäbe, siehst du? Lol, die sind hier sogar vollgelaufen und wären gar nicht... Warum? Hä? Okay, ich verstehe das gerade nicht. Hier sind Brennstäbe en masse. Nur hier irgendwie nicht, weil keine Signalisatoren mehr kommen. Die Signalisatoren sind leer gelaufen. Deswegen läuft das eine AKW da auch nicht mehr, was eigentlich schon angeschlossen gewesen ist. Das ist ja seltsam hier. Warte, warum kommen denn jetzt keine Signalisatoren mehr? Ach, Überschuss. Überschuss. Ja, okay. Das wird wieder zurückgeführt, glaube ich.
Signalisatoren-Einlieferung. Ungenügend Batterien. Ja, das passt ja, dass ich keine dabei habe. Sehr schön. Hä, aber ihr müsstet doch irgendeinen Drohnenport eigentlich Batterien liefern, oder nicht? Oh, der Müll wird auch nicht weggeschafft, siehst du? Ich glaube, das hier ist tatsächlich das Problem. Na, immerhin. Wir haben schon mal das Problem identifiziert. Das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Batterieanfrage hat keine Batterie. Moment mal ganz kurz. Habe ich etwa vergessen, die Batterien mit einzuspeisen? Nee, habe ich nicht. Hä? Gigabatterieanfrage. Dieser Landeplatz hat kein Ziel ausgewählt. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Da müssen wir hier Batterieport 1 eigentlich auswählen. Jetzt hat er natürlich keine Batterien. Hat irgendwer noch irgendwo Batterien übrig hier zufällig von euch? Kann mir jemand eine Batterie leihen? Ich gebe sie auch wieder zurück. Moment. Ich will mal gucken, kann ich welche machen? Zufällig, in der Hose oder so. Kann man die überhaupt in der Hose machen? Ich glaube, die kann man gar nicht. Warte, kann ich mir die kaufen? Moment, ich kann die mir im Shop kaufen, oder? Habe ich Coupons dabei? Nein, habe ich auch nicht. Ich bin völlig mittellos. Okay, egal, aber immerhin. Warte, dann gehen wir jetzt zur Railgun zurück. Fliegen wieder irgendwo. Warte mal, wo kriegen wir jetzt Batterien her? Ich glaube, in Tscherno müssten wir noch Batterien haben eigentlich. Dann fliegen wir zu Tscherno rüber. Und holen uns von da dann Batterien. Oh, ich glaube, ich bin gerade falsch. Ich muss schnell das Jetpack auswählen. Nein. Aua. Zu langsam. Okay, egal. Dann fliegen wir jetzt von hier einfach rüber. Zu Tscherno. Da können wir auch mal gucken. Genau, jetzt müssten eigentlich lauter Viecher... Ah! Oh Gott, jetzt müssen ja lauter Viecher überall wieder da sein. Tscherno ist, glaube ich, auch völlig verseucht mit Viehzeug. Ich hole jetzt welche. In dem einen Port waren 200. Echt? Ich hab ich nicht gesehen. Hast du heute schon einen Strommast gebaut? Ja, habe ich und es ist abgestürzt. Dankeschön der Frage. Danke für die Nachfrage, es ist schon abgestürzt. Er hat wieder Tomaten. Ich bin so durch von diesem hässlichen Netzwerkausfall hier. Ich bin da, das steckt mir noch in den Knochen. Da steigt immer das Adrenalin, wenn dein Internet weg ist. Weil, vor allem, wenn du gerade streamst und das Internet weg ist. Da kriegst du immer leichte Hassanfälle. Gasfilter, ja, Gasfilter haben wir auch keine mehr. Müssen wir eigentlich auch mal eine Fabrik für... Doch, da haben wir noch eine Fabrik. Da haben wir noch... Ist nur eine Frage, ob da noch... Ob die noch läuft. So, jetzt bin ich in Tscherno. Und hier müsste es eigentlich Batterien geben. Da können wir auch gleich mal gucken, genau. Genau, ich wollte hier ja nur deswegen nochmal hin, um zu gucken, ob Tscherno auch noch läuft. Das ist ja der einzige Grund, warum ich hierher wollte. Das war nicht etwa der Grund, weil ich mich wieder verguckt habe bei den Batterien. Alter Schwede, heute ist es aber auch besonders druckig irgendwie. Hat er sich irgendwie hier wieder die Einstellungen zurückgesetzt? Irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Egal. Kein Strom. Aber Abfallmenge? Treibstoff, genau. Treibstoff ist das Problem. Was ist hier? Kein Strom. Hä, kriegt das keine... Müsste das nicht eigentlich die recycelten Brennstäbe von unserem Giga-AKW? Da wird da wieder nichts recycelt. Dann wird da ist da auch die Recycling, Atommüllrecycling wieder stillgestanden. Oder das wird nicht ausgeflogen, weil die Drohnen vielleicht auch keine Energie haben. Ja, ja, die größte Achillesferse in diesem ganzen Spaß hier ist einfach mein Tingeltangel. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo sind eigentlich, hier drüben sind die Drohnen, genau. So, hier muss es eigentlich Batterien geben. Wenn die jetzt natürlich auch keine Batterien haben, dann raste ich ein bisschen aus. Okay, hier sind immerhin 200. Warte mal ganz kurz, das ist, ich muss mal gucken, ob hier das, hier ist die Batteriedrohne, oder? Du bist die Batteriedrohne? Jawohl, du bist die Batteriedrohne. Okay, warte kurz, ich lösche mal hier mal ganz schnell ein bisschen was und dann nehmen wir mal hier uns, wir nehmen uns mal zwei Stacks mit sicherheitshalber, wer weiß, wer weiß. Genau, so, dann haben wir das jetzt schon mal. Kam ich hier eigentlich mit einer Tube irgendwie hin? Nee, ich glaube nicht, aber drüben bei der Giga... Blade Runner Pyramide gibt es, glaube ich, eine Tube. Da komme ich dann von da aus hin. Wann wird Update 6 normal gepatcht? Also in die Stable. Dauert wohl noch ein bisschen. Jetzt ist ja erstmal Sommerpause in Schweden. Obwohl sie ja anscheinend trotzdem Hotfixes bringen. Für die Experimente, für die gröbsten Fehler halt. Ja, und dann wahrscheinlich irgendwann, ich schätze mal Ende August. Also würde ich jetzt selber schätzen, keine Ahnung. Es gab noch keine offizielle Verlautbarung, aber... Ich persönlich schätze mal so Ende August müsste es soweit sein, eventuell. Die Sommerpause ist da halt jetzt ein bisschen ein Problem.
Ja, ich sehe hier irgendwie gar nicht so viele Viecher. Sollte das nicht eigentlich gefixt sein, dass die mal rumlaufen ein bisschen mehr? Also hier sind keine. Okay. Dann muss ich wohl wirklich mal, um Gegner zu bekommen, erstmal wieder das Hotfix installieren. Weil anscheinend irgendwie... Ach, keine Ahnung, was weiß denn ich? Ey, war ohne Witz, was weiß denn ich, ey? Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung, heute klappt irgendwie gar nichts. Nicht mal mein Hotfix klappt. Nix klappt heute. Aber manchmal ist halt so ein Tag. Manchmal ist einfach so ein Tag, da klappt einfach gar... Ihr kennt bestimmt solche Tage, an denen einfach gar nichts klappt. Das ist genau so einer heute. So ein Tag, wo man sich sagt, man hätte einfach im Bett bleiben sollen, einfach gar nicht aufstehen dürfen. Unglaublich. Unglaublich. Ich sag's euch. So, jetzt haben wir wenigstens Batterien. Jetzt haben wir wenigstens Strom. Jetzt können wir wenigstens die Drohnen starten. Ich frag mich aber auch, warum habe ich das denn überhaupt nicht eingestellt bei der Batteriedrohne, dass die überhaupt Batterien anfragt? Also manchmal wundere ich mich auch echt über mich selbst. Also damals halt, warum habe ich denn das damals halt nicht gemacht? Damit ist doch die ganze Anlage nicht in der Lage zu laufen. Das ist so komisch irgendwie. Manchmal ist das echt strange. Manchmal denke ich, ich bin selber irgendwie geisteskrank oder so. Ja, manchmal denke ich, ich habe irgendwie so einen Fehler im Gehirn oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie so eine Blockade oder so. Dass ich manchmal mich selbst irgendwie sabotiere. Das ist dieser andere Spielbär in meinem Kopf, der mich immer sabotieren möchte. Glaube ich. Der böse Spielbär. Das Teufelchen ist das. Unglaublich. An manchen Tagen klappt gar nichts, an anderen geht alles schief. Ja, es ist so die Balance auf jeden Fall. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weil die vom Hauptlager beim Landen versorgt werden sollen. Dann kam das Update mit der Batterieverbrauchsoptimierung. Und futsch, Batterieverbrauchsoptimierung? Weil die vom Hauptlager beim Landen versorgt werden sollen. Dann kam das Update mit der Das weiß ich gar nicht mehr genau. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Er merkt es sich halt für später und tut es dann nie. Ja, das ist das Problem wahrscheinlich. Sind wir schneller als der Zug da vorne? Ich bin mal gespannt. Ja, Junge, Junge, ey. Aber immerhin. Wir starten jetzt diese Batterieversorgung. Dann starten die Drohnen wieder. Dann kommen hoffentlich auch wieder die Signalisatoren rein. Dann werden die AKWs wieder gestartet. Weil Brennstäbe sind ja anscheinend noch im Haus. Stimmt, wir können eigentlich gleich mal noch den Fabricator anschließen, wo die Brennstäbe noch aufgestaut sind. Dann geht's ein bisschen schneller mit dem Neustart von den AKW. Anscheinend ist ja eh auch nur das eine da angeschlossen. Warum auch immer ich auch nur das eine angeschlossen. Das ist auch so, warum habe ich da nicht noch die anderen rangehangen? Ich verstehe das nicht. Aber das ist auch so lange her. Ich könnte das nie im Leben wieder mich dran erinnern, warum ich das so gemacht habe. Vielleicht habe ich es mir wirklich für später gemerkt und einfach vergessen. Die laden doch nur noch, was sie für einen Flug brauchen. Nein, aber der Punkt ist doch, es muss doch trotzdem was in dem Ladebehälter drin sein. Es war ja nichts eingestellt. Es war ja nichts eingestellt, wo sie hinfliegen soll. Das meine ich. Da hätte ja eigentlich ein Ziel eingestellt sein müssen. Da war ja kein Ziel eingestellt. Und das kann ja eigentlich nicht sein, dass das zurückgesetzt wird, oder? Oder wurde das durch so ein Update zurück... Da hätten ja alle zurückgesetzt werden müssen, alle Drohnenports. Das ist ja nur der eine. Den habe ich offensichtlich einfach nicht eingestellt. Wie bekommt man so einen Tunnel hin? Das haben wir damals gemacht mit Micromanage. Aber die Mod ist momentan nicht kompatibel mit dem Experimental. Ich würde generell jetzt auch im Experimental im Update 6 nicht dazu raten, Mods zu benutzen. Haben einige schon wieder berichtet, dass es da sehr viele Fehler gibt. Ist ja auch logisch, kann ja auch nicht funktionieren, wenn die Modder noch keine Zeit hatten, das zu aktualisieren. Wenn neue Updates im Experimental kommen, sollte man generell nur Vanilla-Spielstände benutzen. Da benutzt man die Mods dann wirklich auf eigene Gefahr auch. Also wer das dann macht und sich dann beschwert, dass es nicht funktioniert, der hat dann leider ein Problem. So, jetzt haben wir hier Batteries eingefügt. Und ich mache jetzt einfach mal hier in den eingehenden diesen Stack rein. Dann verteilt er sich nämlich schon an die anderen Drohnenports. Dann müssen wir nicht warten, bis die Drohne wieder angekommen ist. Da müssten die anderen nämlich jetzt auch wieder losfliegen. So, und dann haben wir dieses Ding jetzt nämlich wieder reaktiviert. So, jetzt machen wir hier noch gleich, damit das gleich alles richtig funzt hier. Machen wir hier gleich noch den Verteilinski. Guck mal, jetzt noch so viel fertig, alter Schwede. Ich glaube, mir geht der Schuh auf, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein, Mann. Was habe ich denn hier alles nicht gemacht? Nee, nicht splitten, Mensch. Sollst fusionatisieren.
Ich glaube, ich habe das deswegen nicht gemacht, weil ich das gleichmäßig verteilen wollte irgendwie. Ich wollte mir da irgendwie so eine ganz geile Verteillogik hier irgendwie an den Start bringen, sodass die verschiedenen Anlagen die unterschiedlichen AKWs versorgen. Und deswegen, ich glaube, jeder Produzent von Brennstäben sollte irgendwie ein AKW versorgen oder so ähnlich. Keine Ahnung, aber es ist jetzt auch egal. Ich splitter das vielleicht dann oben ab. Ist jetzt auch Wurst. Hauptsache, es läuft erstmal. Das ist, glaube ich, gerade viel wichtiger als alles andere. Achso, hier müssen wir noch einen Fusillator machen. Das ist erstmal jetzt wichtig. Hauptsache, es läuft überhaupt einer noch mit. Dann haben wir nämlich schon mal eine deutliche Reserve. Wenn jetzt ein AKW noch mit dazukommt. Und dann sollte der Strom fließen. Der Strom muss fließen, meine lieben Freunde. Der Strom muss fließen. Da könnt ihr mal sehen, wie wichtig das ist, dass die AKWs weiterlaufen, ja? Ist nicht nur, was ist denn jetzt hier wieder los? Jetzt kriegt das hier wieder nicht connected. Es ist nicht nur in der Realität wichtig, ja, dass die AKWs weiterlaufen. Wir machen jetzt die Laufzeitverlängerung. Die Hardcore-Laufzeitverlängerung machen wir jetzt. Hier muss man noch anschließen. Ich glaube, das ist gerade die Framerate, die mir gerade so ein bisschen einen Strich durchrechnet. Aber jetzt. Genau. Jawohl, guck mal, da kommen sie. Da kommen sie, da kommen sie. Und da gehen sie hoch und da gehen sie weiter. Da gehen sie immer weiter. Und dann läuft das nämlich jetzt. Und dann kommen hoffentlich auch dann wieder die Signalisatoren. Und da ist ein Autosave. Nein, hier ist eine Sackgasse. Warum ist hier. Oh Gott, warum ist hier eine Sackgasse? Was ist das? Was ist das für eine Anlage? Wer hat das gebaut? Welcher Wahnsinnige? So, jetzt gucken wir mal, ob die AKWs oben auch endlich Strom bekommen. Ich bin sehr gespannt. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich da eigentlich hochkommen soll. Gott, wenn man seine eigene Anlage nicht mehr kennt, dann ist es auch schwierig da wieder. Warte mal, jetzt versuche ich mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Ich könnte auch einfach den Schweber benutzen. Ich bin so durch von meinem Netzwerkausfall. Ich sag's euch. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich nach oben komme hier. Genau. So, jetzt hier von hier und dann wieder hoch. Sehr gut. Wunderbar. Nice. Okay. Laufen die jetzt wieder? Laufen die? Läuft jetzt wenigstens ein AKW wieder? Muss aber wenigstens eins mal wieder laufen jetzt. Jawohl, nice. Es läuft wieder, oder? Also, ich sehe auf jeden Fall, dass da was passiert. Wir haben 2000. Warum ist hier kein Knick jetzt drinne? Nach oben müsste da jetzt eigentlich. Oder haben wir die noch gar nicht ans Netz angeschlossen? Läuft diese ganze. Aber nee, kann ja nicht sein. Ich sehe ja hier meinen Gesamtverbrauch. Dann müsste das doch eigentlich jetzt. Oder der Knick ist hier schon wieder weg wahrscheinlich. Das ist eben auch so ein Ding. Man müsste hier diese Graphen auch mal ein bisschen anpassen können, dass man dann einen längeren Zeitraum beobachten kann. Aber auf jeden Fall. Also es scheint jetzt wieder zu funktionieren erstmal. Zumindest das eine hier. Und wenn wir hier noch Kühlwasser anschließen, dann müsste eigentlich dieses hier auch noch mitlaufen dann. Ich glaube, hier fehlt wirklich nur Kühlwasser. Und keine Verbindung. Das ist natürlich auch so ein Ding. Gleich mal connecten. Wie habe ich das eigentlich angeschlossen? Fragen über Fragen. Das habe ich irgendwie unten drunter angeschlossen, ne? Ja, das habe ich, glaube ich, hier unten habe ich da irgendwie ein Dingelingel gemacht und dann habe ich das daran getingelt. Genau. Das macht man mal hier am besten auch so. Mach mal den Tingelingel dahin. Und dann Tingelingel, dass man noch irgendwie hier unten mit dran, weil hier ist irgendwo einer, ne? Irgendwie so in diesem Schacht habe ich. Genau, hier. Genau. Nice. So, jetzt müsste das eigentlich mit dranhängen schon mal. Und dann braucht man nur noch Kühlwasser eigentlich. Kühlwasser kam ja von unten. Ich erinnere mich dunkel. Hatten wir das mit MK2 gemacht? Ja, das hatten wir mit MK2-Rohren gemacht. Genau. Müssen wir mal schauen. Hauptsache, du weißt noch, wo dein Klo ist. Ja. Das ist wirklich die Haupt. Aber man hat von hier einen echt schönen Blick. Warte mal, ich muss mal hier die Waffe wegstecken. Man hat von hier einen echt schönen Blick auf die Karte. Wenn sie nicht noch so neblig wäre, hätte man noch einen schöneren Blick. Guck mal, man sieht jetzt hier mal, was hier eigentlich alles schon gebaut ist. Schade, dass man jetzt nicht den Bahnhof links unten noch sieht. Ja, also man sieht das Megarohr sieht man hier, man sieht das Burj Khalifa da hinten, man sieht die Blade Runner Pyramide. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt, den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft.
braucht. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen. Das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.